So sieht's aus. So, falls jemand daran zweifeln sollte, ist wirklich so. Eistee! Ist ja gut, dass wir zwei geholt haben. Zum Glück haben wir Energy Drink geholt, wenn ich dich so anhöre nebenbei so. Ich hab gesagt, Gott sei Dank haben wir Energy Drink geholt, weil, so wie du dich gerade anhörst. Wie hab ich mich denn angehört? Müde! Ach so. Weil du gegähnt hast. Hey! Sag einfach, ich bin dran schuld, ich hab dich angesteckt, dann ist alles Buddha. Ja. Im Buddha? Buddha! Im Buddha? Ich dachte, Buddha wäre hier von den Dings. Weiß schon. Ah, Headset rutscht. Ach man, ich will dich doch verstehen und nicht gedämpft hören. Das ist komisch. Warte, ich muss das bauen. Ah. Erstmal umbauen. So bauen, dass... Du kannst das Headset eigentlich so nach hinten machen. Dann rutscht von meinem Kopf. Dann rutscht von meinem Kopf. Es rutscht. Dann halt nicht. Da. Jetzt ist das... Boah, hast du eine sexy Frisur jetzt. Ich glaube, die sahen vorher schon so aus. Das ist wahrscheinlich das Schlimme. Eben waren die Haare noch so halbwegs sortiert. Aber jetzt... Wow. Am Ende des Videos packen wir ein Bild davon oder so. Nein, du machst jetzt kein Bild davon. Ich mach doch kein Bild davon. Nein, du suchst dein Handy und zeigst es. Oh, Schatz, hier auf. Bitte. Hast du schon was in deinem Video, Schatz? Wie weißt du, was jetzt wieder abgeht auf YouTube? Ja, wir wissen doch alle, dass du mit Miss Gladys verheiratet bist. Das glaubt uns doch eh keiner. So ganz genau. Jetzt habe ich mir zweimal eine Axt gemacht, ich dumm Dödel. Puh. Zeig. Oh Mann, nein, das kommt doch nicht am Ende des Videos, weil. Ja, ich habe zur Not auch Fotos, um dich zu erpressen, keine Angst. Ach, Headset rutscht und nervt gerade. So, jetzt noch schöner. Ich denke gerade, du hättest Nacktfotos von mir, ey. Warum? Wegen dem Erpressen? Ja. Kann man nur Leute mit Nacktfotos erpressen? Das hat es an. YouTube, hallo. Denkt das jetzt alle. Ist ja gut. Ja. Nichts gesagt. Hallo, hör jetzt auf damit! Hallo. Ah! Du bist doof. Mann, du bist echt doof. Findest du witzig, ja? Ja. Ich nicht. Aber warum siehst du auf. Mich auf so Bildern scheiße aussehen, weil ich meistens rote Augen kriege. Augen. Ja, es ist erotisch. Das ist meine. Das Schlimme ist, ja, ich habe das durchgeschaut und dachte, okay, das Bild sieht nicht so gut aus. Mach dann das Foto und dann kommt das mal raus. Ich verstehe es. Tja, was sagt uns das? Du solltest nie Fotograf werden. Fertig damit deiner Knipserei. Ist mein! Sieht bestimmt genauso bescheuert aus. Geblitzt! Ja klar blinze ich, da ist ein Blitz dran, da wird man blind von. Ja, mach das. Oh, Paparazzi! Paparazzi! Nein! Gott. So unglaublich. Immer genau in dem Moment, nicht davor und nicht danach, in dem Moment, wo ich das Foto mache, guckst du doof. Jedes Mal. Hey, ich gucke gar nicht doof. Ja, normal nicht, nur wenn ich das Foto mache. Das ja, das ist eine blöde Handykamera, die ist doof. Ich wette, das wird nicht anders, wenn ich deine Spiegelreflex nehme. Die ist auch nicht aufgeladen, kannst du auch sein lassen. Die ist leer gespielt worden. Eine Spiegelreflex. Das geht gar nicht so. Ja, nur weil ich mich am Abfeiern bin da. Zu
total am Kaputtler. Ja. Siehst du, weil ich nicht in diese Kamera geguckt habe. Nein. Oh. Boah, dass du immer alles twittern musst, ey. Du gar nichts getan. Bist total süchtig und so. Ich hab doch gar nichts getan. Noch nicht. Oh. Oh, ich muss erst was trinken. Ich muss eh warten, ist dunkel. Ich warne dich, ich tue dein Schmollmund-Schlafbild auf Twitter machen. Ja, ja, so ist das. Es ist Nacht und ich bewege mich nicht. Und ja, ich weiß das. Man hört dich wahrscheinlich auch. Meinst du? Ja. Okay. Hat ja keiner gehört. Okay, so rum wollte ich machen. So ein ultra hochprofessionelles Mikro. Mikro. Ja. Für 300 Euro, weil ich nicht genug Rechnungen zurzeit bezahlen muss, dann kaufe ich mir das auch noch. Achso. Ja. Ja, bin ich ja gespannt. Das Feuer geht gleich aus. Das wird auch spannend. Ich koche mir Hasen. Lesen wir mal YouTube-Kommentare. Okay. Von dir? Hast du bekommen? Ich weiß nicht, ich guck nach. Ich habe bestimmt ja ein paar Kommentare. Langweilig. Was? Abgeschrieben? Was war abgeschrieben? Keine Ahnung. Was? Tribes Ascend. Der Spielname. Keine Ahnung, warum der da abgeschrieben. Schlecht. Wow. Okay. Oh, sie hat Hunger. Ich habe jetzt irgendwie 6 oder 7 Kommentare gelesen, es war nichts Produktives dabei oder Konstruktives oder sonst irgendwas. Willkommen auf YouTube. Ich dachte, ich kann jetzt wenigstens schön ein bisschen Gehate oder so vorlesen. Aber nein. Ich hatte bis jetzt eh den besten Hater-Kommentar. Der wäre? Mit dem, wie du redest über erste Liebe, bist du ein Mädchen oder was? Nee. Nein. Ich bin... Ich bin so männlich, dass mir schon Brüste wachsen, wie jedem Mann. Ich bin so männlich, dass ich mich jeden Tag schminken muss. Also, alter Schwede, wie bescheuert ist denn sowas? Ich bin so männlich, dass ich mir Zöpfe mache und so. Abgesehen von der tiefen Männerstimme. Ja, die ist so tief, dass... Alter. Ich kann auch stöhnen wie ein Mann, stimmt. Demonstration bitte. Ach ja. Willst du alle deine Videos stöhnen? Ja, was denn? Okay, also, wären wir im Niveau ganz, weil cool, dann titten. Jetzt sind wir erst recht ganz unten. Ich rede das nicht von dir, sondern ich bin gerade auf. Ja. Ja. Auf einer Seite, die keine Pornoseite sich bringt. Ach so. Gibt's nur so Titten, umsonst und so. Da ist Catwoman. Was ist das? Oh ja, das sind so epische Titten, die die bei den dicken Jungen gestern im Video so ungefähr. Weißt du, welches Video ich meine? Das, was du mir gezeigt hast übrigens. Immer noch Albträume davon. Ja, was denn? Also ganz ehrlich, so ein ja gut, eigentlich habe ich unter den Kommentar geschrieben, ich habe den, glaube ich, am 24. gekriegt, dass es mein schönstes Weihnachtsgeschenk seit langem ist, dass ich endlich mal einen Hater-Kommentar kriege und dann noch so einen tollen und um seinen Horizont zu erweitern, dass ich ein Mädchen bin, nur um ihn aufzuklären, weil er zu doof ist, irgendwie mal mehr als 2 Sekunden von irgendeinem Video zu gucken, wenn er überhaupt so weit geguckt hat. Oh Mann. Ey, fragst du dich ehrlich, wo diese Menschen herkommen? Wer
weil er musste mich als schwul bezeichnen, weil ich über erste Liebe rede und so. Ja, es war ja nur ein Thema, was mir jemand in einem Kommentar vorgeschlagen hat. Und ich rede halt dann darüber, wenn mir das vorgeschlagen wird. Aber egal. Wir wollen uns ja nicht aufregen. Wenn ich noch den ganzen Tag so aufrege, dann kriege ich einen Herzinfarkt oder so. Übrigens die Musik toll. Ich auch, total. Ja. Unglaublich. Diese sehr stille Atmosphäre. Ja, die Musik übrigens nicht. Ach nee. Nicht du, für die anderen. Ich weiß. Ah. Ah. Sushi. Ah. Was machst du nie für mich? My dad is the best. Oh mein Gott. Keine Ahnung. Was ist das? Neuen Gag? Nee. Ja, doch. Das war da gerade, da hab ich drauf gedrückt. Oh Mann. Pick up. Oh. Was lachst du? Ich will auch lachen. Über den. Was macht der? Schlafen. Schläfst du so nicht oder was? Nee, ich schlag nicht irgendwo vorne meine Zähne rein und lass mich dann in der Luft baumeln oder so. Oh, die Hasen rennen echt weg, wenn sie das sehen. Also, nur wenn sie es wirklich sehen. Hasenmörder. Ah, da wären wir wieder bei der Sache. Wenn das Peter sieht, dann bin ich so drauf. Und dran getötet zu werden. Wer ist Peter? Meint ihr die Peter? Das macht überhaupt keinen Sinn. Achso, Peter. Scheiße. Ja. Weil wenn die mittlerweile schon auf Pokémon losgehen, dann... Ich müsste was essen. Ich müsste ein Feuer machen. Ich müsste so viel tun. Also der Hunger geht echt viel schneller runter als vorher in der Version. Finde ich. Boah, die sollen das nicht so schwer machen, da macht es gar keinen Spaß mehr. Da muss man sich ja auch noch anstrengen. Ja. Wäre schon doof.